Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 17 Karrieremodus-Video. Und zwar machen wir heute eine Challenge, und zwar die Accept All Challenge. Das heißt, wir müssen jedes Transferangebot akzeptieren, auch wenn es für unseren besten Spieler ist oder so. Wir müssen alles akzeptieren, was uns entgegenkommt. Und wir selber müssen dann natürlich immer schauen, dass wir gute Spieler nachkaufen und im Endeffekt trotzdem mit unserer Mannschaft gut abschließen können. Und falls ihr sowas nochmal sehen wollt, lasst gerne den Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr zu FIFA 18 viel Karrieremodus sehen wollt. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, starten wir auch schon direkt rein mit der heutigen Karriere. Beim letzten Video habe ich euch ja noch gefragt, mit welcher Mannschaft wir das Ganze machen sollen. Und es ist im Endeffekt der FC Liverpool geworden. Der wurde oft kommentiert und den haben mir die Leute auch oft privat geschrieben. Deswegen machen wir die Challenge heute mit dem FC Liverpool. Zu Beginn werden wir natürlich auch direkt ein Turnier annehmen. Und zwar nehme ich jetzt ganz einfach mal dieses hier in der Mitte, das meiste Preisgeld. Und von den Sternen her nicht allzu schwer, deswegen werden wir dieses Turnier bestreiten. So, Freunde, das ist jetzt die Aufstellung für die heutige Karriere. Und zwar werden wir mit der bestmöglichen Aufstellung spielen. Es wird sich sowieso noch einiges ändern, denn wenn wir zum Beispiel ein Angebot für Sturridge oder Salah reinbekommen, müssen wir es annehmen, egal ob wir wollen oder nicht. Ziel dieser Karriere ist es, mindestens in die Top 3 zu gelangen in einer Saison. Also wir werden eine Saison lang diese Karriere hier machen. Ich bin echt gespannt, welche Spieler uns da jetzt dann bald weggeschnappt werden. Das kann richtig, richtig interessant werden. So, erstmal simulieren wir das erste Spiel hier im Asian Elite Cup und das müssen wir eigentlich hoch gewinnen. Ja, 5:0 ist eigentlich ganz logisch gewesen jetzt. Und da passiert auch schon direkt die erste Verletzung. Emre Can fällt für 2 Monate aus, das ist extrem bitter. Und dazu bekommen wir auch noch ein Transferangebot für Daniel Sturridge. 38 Millionen, der wäre so viel mehr wert. Der ist glücklich, der ist gut in Form, aber den bekommen wir leider jetzt nur für 38 Millionen weg. Und damit war es das mit Daniel Sturridge. Mach's gut. Und da gehen wir in das nächste Simulationsspiel im Asian Elite Cup ran gegen den SSC Neapel. Und da drücken wir auf Überspringen. Das Ganze geht 1:1 aus Coutinho. Macht in der 87. Minute noch den Ausgleich. Und ein weiteres Transferangebot kommt herein und das ist für Philippe Coutinho. 62 Millionen ist nicht weniger, aber den wollte ich eigentlich nicht unbedingt abgeben. Aber damit war es das jetzt auch mit Philippe Coutinho. Und das heißt natürlich, wir brauchen jetzt einen neuen linken Flügel und einen neuen Stürmer. Im Sturm hätten wir dann noch zur Verfügung Firmino. Der hat aber unter Anführungszeichen nur ein 82er Rating. Und da würde ich mir dann doch vielleicht noch einen bisschen besseren Spieler holen. Ja, wir schauen einfach mal, was sich da so machen lässt. Als Nachfolger für Sturridge könnte ich mir zum Beispiel Aubameyang vorstellen für 55 Millionen Euro. Okay, Daniel Sturridge wechselt anscheinend doch nicht zu AS Rom. Das Ganze wurde abgebrochen. Das heißt, wir haben jetzt aber trotzdem schon mal Aubameyang angefragt. Mal schauen, ob wir den trotzdem verpflichten werden. Aber jetzt geht es erstmal ran gegen den FC Bayern München. Und ihr seht schon, Coutinho ist immer noch in der Startaufstellung. Keine Ahnung, ob da vielleicht die Transferverhandlungen auch abgebrochen wurden. Wir überspringen das Ganze, gewinnen sogar gegen Bayern München mit 2:1. Und hier kommt ein weiteres Transferangebot herein für Roberto Firmino. 31 Millionen und damit ist der Spieler auch weg. Okay, Coutinho haben wir jetzt verkauft, das heißt, wir brauchen tatsächlich einen neuen linken Flügelspieler. Da habe ich eben Payet gerade noch angefragt, die wollen aber absolut viel für diesen Spieler. Wir gehen jetzt einfach noch hoch auf 50 Millionen und schauen mal, was West Ham darauf antworten wird. Darüber hinaus haben wir natürlich noch den Aubameyang und da wollen sie 82 Millionen. Wir gehen hoch auf 65 und hoffen, dass sie das vielleicht irgendwie akzeptieren können. Wie wäre das eigentlich, wenn wir uns Marco Reus und Aubameyang in die Mannschaft holen würden? Wir probieren das Ganze einfach mal. Ich frage jetzt einfach sicherheitshalber auch nochmal kurz den Benzema an, falls das mit Aubameyang nicht klappen sollte. Und da bieten wir einfach mal 60 Millionen, würde ich sagen. Gerade haben wir noch gegen Bayern München mit 2:1 gewonnen. Mal schauen, wie es gegen Dortmund laufen wird. Ein weiterer Gegner aus der Bundesliga. Wir überspringen, gewinnen hier auch mit 1:0 durch das Tor von Salah in der 5. Minute. Ein weiteres Transferangebot kommt herein und das ist für Adam Lallana. 24 Millionen bietet Real Madrid und das müssen wir gezwungenermaßen natürlich annehmen. Real Madrid will 88,5 Millionen für Benzema. Das ist mir eindeutig zu viel und deswegen geben wir das Ganze mal weg, denn
Aubameyang hat sowieso akzeptiert, beziehungsweise Dortmund hat akzeptiert bei 65 Millionen. Da bieten wir ihm jetzt einfach die 160, die er haben will. 3 Jahre, wichtiger Stammspieler, also wichtig für die erste Mannschaft. Das Beste, was er kriegen kann von der Rolle her. Und dann könnte Aubameyang vielleicht demnächst für Liverpool spielen. Des Weiteren hat sich jetzt Firmino wirklich verkauft. Das heißt, der ist jetzt auch zu 100% weg. Und Payet hat angenommen, beziehungsweise auch West Ham hat angenommen. Und da gehen wir natürlich auf 2 Jahre. Wichtig für die erste Mannschaft und senden das ganze Angebot ab. Als Ersatz für Adam Lallana wäre natürlich jetzt der Nainggolan ein ganz guter Spieler. Deswegen bieten wir da mal 30 Millionen auf den guten Mann. Für Marco Reus will Dortmund 101 Millionen Euro und das kann ich denen leider nicht bieten. Deswegen gehen wir aus der Verhandlung auf jeden Fall auch raus. Und hier sind wir auf jeden Fall im Finale des Asian Elite Cup und spielen dort gegen Paris Saint-Germain, die jetzt natürlich auch Neymar drinnen haben, die Mbappé, Lotin drinnen haben. Mal schauen. Ja, Neymar spielt natürlich Lotin nicht, weil der im Karrieremodus, glaube ich, nur ein 81er Rating hat. Milner macht das 1:0 in der 18. Minute und wir überspringen das Ganze, gewinnen 2:1. Neymar macht uns noch das Tor, aber Salah hat zuvor das 2:0 gemacht, deswegen gewinnen wir das Finale des Asian Elite Cups. AS Rom verlangt 52,5 Millionen für Nainggolan, da gehen wir hoch auf 40 Millionen. Adam Lallana ist jetzt auch bei Real Madrid angekommen, das heißt, der Spieler fällt uns auch weg und Aubameyang will nicht ganz wechseln. Wir gehen da ein bisschen hoch und ja, machen das einfach mal hier mit 180.000 Gehalt und schauen, ob er das akzeptieren wird. Dimitri Payet hat das Angebot akzeptiert und deswegen haben wir jetzt einen neuen linken Flügelspieler. Und natürlich kommt er auch direkt in die neue Startformation. Oh nein, jetzt sieht es nochmal danach aus, dass Sturridge unseren Verein verlassen wird für nur 36,5 Millionen. Beim letzten Mal hat das Ganze dann nicht funktioniert, aber ich denke mal, dieses Mal werden wir nicht nochmal so ein Glück haben und deswegen wird uns Sturridge höchstwahrscheinlich verlassen. Aubameyang will immer mehr Gehalt haben und das werden wir ihm auch noch ein bisschen bieten. 200.000 geben wir ihm einfach mal, 20% Torprämie und natürlich die beste Rolle im Kader. Wir brauchen Aubameyang einfach als Ersatz für Sturridge in unserem Team drinnen und Nainggolan wird jetzt auch vielleicht unser neuer ZM werden. 150, 2 Jahre und natürlich die beste Rolle im Mannschaftskader. Daniel Sturridge ist jetzt angekommen bei Inter Mailand und der ist uns jetzt auf jeden Fall nicht mehr da. Also ja, er ist nicht mehr da. Ihr wisst schon, was ich meine. Aubameyang lehnt das Angebot wieder ab. Wir gehen hoch auf 220.000 Euro im Monat und das ist schon wirklich viel. Ah, in der Woche, what the fuck, das ist ja richtig, richtig hohes Gehalt. Nainggolan hat das Ganze auch abgelehnt, deswegen gehen wir da auch mal hoch auf 170.000 Gehalt pro Woche. Und wieder lehnen beide Spieler das Angebot ab. So, 250.000. Wie viel Gehalt willst du denn bitte bekommen, Aubameyang? Bei Nainggolan erhöhen wir direkt auf 200.000 Euro Gehalt pro Woche. Und jetzt haben beide Spieler akzeptiert. Aubameyang und Nainggolan. Ich hoffe, das Ganze geht sich aus. Jawohl, das geht sich sogar ziemlich gut aus. Also erstmal natürlich noch Aubameyang für 65 250.000 Gehalt. Also der hat da jetzt richtig abgestaubt beim Gehalt. Und dann natürlich jetzt auch noch der Nainggolan, der unsere Mannschaft natürlich um einiges verbessert. Also das sind wirklich extrem geniale Transfers. Und die packen wir natürlich auch wieder direkt in die Startaufstellung. Und so sieht unser Team im Moment aus und das sieht einfach nur wirklich viel, viel besser aus als zu Beginn. Und der ein oder andere fragt sich vielleicht, Digga, warum benutzt du das Training nicht? Warum machst du kein Training? Und dazu möchte ich sagen, das Training möchte ich eigentlich nicht mit einbinden in so eine Accept-All-Challenge, denn da soll es eher darum gehen, die Mannschaft aufrechtzuerhalten, immer neue Spieler so schnell wie möglich nachzukaufen und das ist an sich eigentlich die Challenge. Deswegen auf jeden Fall kein Training in dieser Karriere-Challenge. Was ich an diesem Team auf jeden Fall noch ändern will, ist der Linksverteidiger Moreno mit einem 78er Rating, denn wenn wir da einen plus 80 Spieler holen, dann haben wir ein ganzes Team mit plus 80 Spielern. Und dafür frage ich jetzt einfach mal Felipe Luis an. Der ist nämlich schon ziemlich alt, aber das spielt in dieser Karriere eigentlich keine Rolle, denn wir spielen ja nur eine Saison lang und da bieten wir jetzt einfach mal 30 Millionen auf den guten Mann. Das erste Saisonspiel steht an gegen den FC Arsenal und das wird direkt mal eine ganz schwierige und ja, kritische Partie auswärts in London und wir gehen direkt auf Überspringen, verlieren das Ganze mit 2:1. Ganz bitter. Atletico akzeptiert das Angebot für Felipe Luis und da gehen wir direkt mal hoch auf 120, dass er das Angebot auch direkt annimmt. Vielleicht können wir uns auch noch einen neuen Torwart in dieser Karriere holen für 40 Millionen. Versuche ich einfach mal Samir Handanovic zu bekommen.
Transferangebot für Jordan Henderson, 18 Millionen. Hoffenheim holt Jordan Henderson für 18 Millionen Euro. Für Handanovic will Inter Mailand 65 Millionen, ich gehe mal hoch auf 50 Millionen. Wir haben ja jetzt ein bisschen Budget dazu bekommen durch den Verkauf von Henderson und dazu hat Felipe Luis das Ganze akzeptiert und das ist unser neuer Linksverteidiger. Und natürlich kommt Felipe Luis auch in die Startelf für Alberto Moreno auf die Linksverteidigerposition und das ist ein Upgrade um 7 Punkte auf dieser Position. Das zweite Saisonspiel geht gegen Burnley auswärts. Ja, mal schauen, was wir da reißen können. Wir werden es natürlich direkt wieder überspringen in 3, 2, 1 und go. Jawohl, ganz, ganz wichtiger Sieg. Chamberlain macht zum Glück noch in der 87. das Siegtor für uns. Dominic Solanke fällt für 3 Wochen aus. Den habe ich jetzt aber sowieso nicht direkt in der Startelf drin gehabt. Also von dem her ist das nicht allzu schlimm. Und Emre Can ist wieder fit. Das ist doch auf jeden Fall eine gute Nachricht für uns. Und Jordan Henderson wurde doch nicht akzeptiert. Also das Transferangebot wurde abgebrochen und somit können wir den guten Mann behalten. Mit unserem Kader müssten wir dieses Cupspiel eigentlich blind gewinnen. Ich meine, wir haben jetzt wirklich Felipe Luis, Nainggolan, Aubameyang und Payet verpflichtet. Das sind krasse Verpflichtungen und da müssen wir eigentlich gewinnen. 5:0, ganz klarer Sieg für Liverpool. Es kommt ein Transferangebot rein für Markovic, 11 Millionen von Swansea und das müssen wir natürlich abbrechen. Wir sind ja auch in einer Accept All Challenge. Einige Spieler, die bis zum 7. September fehlen aufgrund von Nationaleinsätzen, ja, sind Chamberlain, Klein, Milner, Payet, Wijnaldum und Mignolet. Dazu haben wir jetzt den guten alten Markovic auch tatsächlich verkauft. Das heißt, wir haben ein bisschen Cash dazu bekommen und Handanovic hat akzeptiert, beziehungsweise Inter Mailand hat akzeptiert. Da gehen wir einfach mal direkt auf 130.000 pro Woche ein Jahr und wichtig für die erste Mannschaft. Drittes Saisonspiel als Gast gegen Tottenham Hotspurs. Das wird eine ganz, ganz schwierige Partie und hier wäre ich an sich eigentlich schon mit einem 1:1 zufrieden. Mal schauen, was wir da reißen können. Wir verlieren 1:0, das ist sowas von bitter. Bis jetzt haben wir eigentlich gegen die guten Mannschaften Arsenal und eben jetzt Tottenham leider immer nur verloren. Handanovic akzeptiert unser Angebot und somit haben wir einen 87er Keeper im Kasten und das ist natürlich alles andere als schlecht. Seht euch mal diese unfassbare Startelf an. Wenn wir mit diesem Team nicht mindestens in die Top 3 kommen, würde es mich wirklich extrem wundern, aber wir haben den Saisonstart einfach jetzt schon ziemlich verpatzt, das ist einfach so. Und natürlich hoffe ich jetzt, dass uns zu Ende der Transferphase nicht noch irgendwie ein guter Spieler weggeschnappt wird. Das wäre wirklich extrem bitter für uns. Komm, 2 Stunden noch. Das Ganze müsste eigentlich passen und jetzt wird uns, glaube ich, auch kein Angebot mehr reinflattern. Deswegen drücken wir noch einmal auf Weiter und das war's mit der Transferphase. Und damit haben wir eigentlich die Challenge ganz gut absolviert, würde ich sagen. Also natürlich ist die Challenge jetzt noch nicht vorbei, aber jetzt werden wir bis zu Saisonende das Ganze simulieren und schauen, welchen Rang wir erreicht haben. In der Liga, im Cup. Mal schauen, was wir da auf jeden Fall reißen werden. Bevor wir aber mit der Simulation starten, sehen wir nochmal, dass Solanke wieder fit geworden ist und das ist natürlich auch nicht schlecht. Wir werden jetzt bis zum 6. Mai das Ganze vorsimulieren. Danach hätten wir dann noch 3 Spiele. Mal schauen, ob die ausschlaggebend sind. Dann wäre das natürlich auf jeden Fall noch ein spannender Schluss. Und deswegen würde ich sagen, simulieren wir das Ganze erstmal bis zum 6. Mai. Die Simulation ist jetzt abgeschlossen und ihr seht, wir sind nur auf dem 4. Tabellenrang. Das wundert mich ehrlich gesagt schon ein bisschen. Wir haben jetzt noch 3 Spiele übrig, aber das wird, glaube ich, auch nicht mehr viel ändern. Okay, Sami Handanovic hat sich gerade auch nochmal für 4 Monate verletzt. Das ist auch wieder extrem bitter. So sieht unser Kader 3 Spiele vor Schluss aus und meiner Meinung nach musst du mit diesem Team eigentlich mindestens 2. werden. Zu Hause gegen Southampton muss jetzt in der Liga auf jeden Fall noch ein Sieg eingefahren werden und das ist auch der Fall. 3:1 zu Hause gegen Southampton. Okay, das Ganze sieht jetzt doch gar nicht mal mehr so schlecht aus. Wir mit 69 Punkten, aber einem Spiel weniger als Manchester United und da könnten wir vielleicht auch doch noch irgendwie den 3. Rang erreichen. Aber das können wir natürlich nur schaffen, wenn wir jetzt gegen West Ham auswärts einen Sieg einfahren und das ist alles andere als leicht. Ich lasse das Ganze diesmal einfach mal durchlaufen und schau, ob wir das Ganze hier reißen können. Lovren bekommt erstmal die gelbe Karte und ansonsten passiert hier irgendwie gar nichts. Payet macht das 1:0 durch einen Elfmeter und Lanzini verschießt einen. Das ist perfekt. Salah mit dem 2:0. Wir überspringen und gewinnen mit 3:0 auswärts gegen West Ham. Ganz, ganz wichtiger Sieg. Und das bedeutet, wir sind einen Punkt hinter Manchester United. Die dürfen am letzten Spieltag einfach nicht gewinnen. Dann können wir noch den 3. Platz erreichen.
Zu Hause gegen Middlesbrough muss eigentlich auch ein Sieg her und das dürften wir hoffentlich schaffen. Ich will es jetzt nicht verschreien, aber daheim müssen wir eigentlich gewinnen mit diesem Kader, den wir hier haben. Und wir müssen hoffen, dass Manchester United nicht gewinnt. Wijnaldum macht hier erstmal das 1:0 und ich schaue unten bei letzten Ergebnissen immer wieder rein, ob Manchester United irgendwie ein Tor macht oder ob sie eins bekommen. Bis jetzt noch nichts zu sehen von Manchester United. Ich hoffe, das bleibt doch so, denn dann wird es 0-0 ausgehen in der Partie und wir würden mit einem Sieg davon kommen. Scheiße, es steht 1:1. Ich habe gar nicht mehr drauf geschaut. Nein, nein, ja, 2:1. Nein, ja, doch, ja, Manchester United verliert. Ich dachte, nein, Manchester United macht das 1-0. Was ist das für ein Saisonfinale? Manchester United verliert 0:1 gegen Crystal Palace daheim. Eine ganz, ganz bittere Niederlage für die Jungs aus Manchester. Und wir können durch Salah gewinnen. Salah, vielen Dank, dass du hier das 2:1 machst. Was für ein krasses Saisonfinale. Und somit stehen wir zu Ende der Saison mit 75 Punkten doch noch auf dem dritten Rang. Und das war auf jeden Fall noch ein richtig gutes Saisonfinale von Liverpool. Die meisten Tore aus unserem Verein hat Wijnaldum gemacht mit 12 Toren. Das ist natürlich nicht so heftig. Da dachte ich dann doch eher, dass vielleicht Aubameyang diese Torjägerkrone irgendwie bekommen könnte. Und hier sehen wir nochmal das Ergebnis aus dem FA Cup. Und da sind wir direkt im Achtelfinale gegen Tottenham mit 1:0 daheim ausgeschieden. Ganz, ganz bitter. Und auch in diesem Cup sind wir ausgeschieden im Viertelfinale gegen Watford, die dann tatsächlich auch im Finale standen und dort gegen Leicester mit 3:1 verloren haben. Und ja, wie wir vorher schon mitbekommen haben, haben wir diesen Asian Elite Cup mit 2:1 gegen Paris Saint-Germain gewinnen können. Und das war es an sich jetzt auch schon mit dieser Karriere. Falls sie euch gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, falls ihr sowas in FIFA 18 noch öfter sehen wollt. Falls ihr das in FIFA 17 nochmal sehen wollt, eine weitere Accept All Challenge, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare und natürlich auch den dazugehörigen Verein. Und dann war es das an sich auch schon von meiner Seite aus. Ich bedanke mich sehr, sehr fürs Zusehen. Vergesst nicht, Leute, ihr habt immer High Hopes und... Ciao.